tot. Einer. Domi ist gestern irgendwo, ne? Da war er gerade eben noch zumindest. Das war jetzt nur der Guard, glaube ich, ne? Ja. Der Sturm ist irgendwo hier rumgelaufen. Oh mein, bin tot. Wo ist er? Keine Ahnung, wo der ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Stürmen! Ah! Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu Tarkov zurück. Das erste Tarkov-Video seit langem und ich nehme euch heute mit auf eine Reise. Und zwar meine Reise von... Alle sagen mir, ich soll Escape from Tarkov unbedingt zu probieren. Zum Stand jetzt, was bedeutet über 1000 Spielstunden. Und ich habe das erste Mal Tarkov begonnen am 1. Februar diesen Jahres. Ich habe es vorher nicht besessen, ich habe es nicht installiert, nicht gespielt. Ich habe nie ein Video darüber gesehen, kein Gameplay, gar nichts. 1. Februar, knallhart angefangen. Erster Vibe, der geht jetzt zu Ende. Ich freue mich sehr auf den nächsten Vibe und es ist meine absolute neue große Leidenschaft. Und nach 1000 Spielstunden möchte ich euch auf diese Reise mitnehmen und mit euch darüber sprechen. Für alle von euch, die vielleicht jetzt im nächsten Vibe, der in circa 2 Wochen beginnt, vielleicht anfangen wollen oder mehr über das Game erfahren wollen, mehr verstehen wollen. Es ist das beste Game, was ich jemals gespielt habe. Es ist am forderndsten. Es hat Bugs, es hat Probleme, es sind geile Momente, schlimme Momente. Es hat alles, was man sich wünscht, damit man in den Bann gezogen wird. Und wir gucken uns unsere Stats an, dann gehen wir einmal ein bisschen drüber, auch in den Raids, die wir aus den Streams haben, die zeige ich euch, wie es eigentlich so zwischendurch läuft und dann sprechen wir ein bisschen. 1000 Spielstunden bedeutet, der Account besteht jetzt seit offiziell 188 Tagen, 1037 Spielstunden seitdem, 3329 Kills, 782 Raids überlebt, wir haben 1919 Runden oder Raids gespielt. Survival Rates 40% und eine KD von 3,12. Wir haben in diesem allerersten Wipe insgesamt über 800 Spieler gekillt und davon 84 auch richtig High-Level-Spieler. Das heißt, wie jeder von euch, der Tarkov interessiert ist und sich sowieso auskennt, ihr könnt es gerne bewerten. Ich würde sagen, für den ersten Wipe, Level 58, 40% Survival Rate, 3,1 KD, das ist alles nicht so schlecht fürs erste Mal und im zweiten Vibe wollen wir all diese Zahlen pulverisieren. Das erste, was man in Escape from Tarkov lernt, ist nicht, welche Munition man nehmen sollte oder welche Waffen oder welche Rüstung und wie man sich bewegt, sondern dass man sehr oft, sehr oft, sehr oft sterben wird. Oh, ich hasse diesen Boss so sehr. Die ersten 200 Stunden habe ich mit Sicherheit nur damit verbracht, Woods, die Karte, die ihr jetzt seht, zu lernen, wo welche Punkte sind, wo Scavs laufen, wo Spieler laufen, wo man selber laufen sollte, wo man Loot findet und vor allen Dingen, und das ist das A und O, wo eigentlich die Ausgänge sind. Denn Escape from Tarkov bedeutet, ich muss die Raids verlassen. Ich kann nicht einfach da bleiben. Ich respawne nicht einfach. Es gibt Scavs, die einen erschießen wollen. Andere Spieler, die einen erschießen wollen. Es gibt keine Minimap. Man sieht seine Teammates auf keiner Karte. Man hat kein Fadenkreuz in der Mitte. Es sind unfassbar viele Unwägbarkeiten. Aber mit der Zeit habe ich immer mehr gelernt, dass immer mehr natürliches Wissen dazu kam. Mann, Timmy. Mit seiner Mosin. Aber hier sind noch mehr. Oh. Links von uns irgendwie? Oh. Vor mir. Hab ihn. Wie, du hast ihn? Ja. Mit jeder Runde, die man mehr Erfahrung hat, mehr Situationen bekommen hat oder erkannt hat, Situationen gelernt hat, denen man ausgesetzt war, steigt man immer weiter in dieses unfassbare Spiel rein und lernt neue Dinge, man lernt neue Karten, Tricks, Tipps.
Und dadurch lernt man dann eben auch Community-Mitglieder kennen. Und die Tarkov-Community ist im Gegensatz zur COD-Community unglaublich hilfsbereit und hat sehr, sehr viele großartige Creator, die wirklich tollen Content machen, die stundenlange Videos machen, die man sich gebannt und gespannt anschaut. Und all diese Sachen haben mich vom ersten Tag an in Tarkov so gefesselt, dass ich seitdem das Gefühl habe, dass ich von Tarkov nicht mehr escapen kann. Und man lernt dann das allererste Mal den unfassbaren Nervenkitzel, wenn man ganz kurz vor dem Tod steht und wenn man keine Rüstung mehr hat und wenn die Teammates fallen und plötzlich Leute mit extrem guter Munition auf einen schießen und man irgendwie überleben will und es tut weh und man schafft es halt nicht jedes Mal. Und das Schöne ist, so tief der Fall bei Tarkov ist, so schnell kann auch das nächste Hoch wiederkommen. Das Ja, noch hasse bekommen. ich an Wood so sehr. Da sitzt irgendeiner irgendwo, der Forstwirt, Digga. Er heißt einfach der Forstwirt. Aber kommen wir zu dem, was ich wirklich mechanisch besser kann seit Anfang an. Und ich würde sagen, ich verstehe das System von Tarkov. Ich verstehe das System der Munition. Ich verstehe es mit einer Maus und mit einer Tastatur so zu arbeiten, wie ich das mein Leben lang mit einem Controller gemacht habe. Ich verstehe Sounds wahrzunehmen. Ich verstehe, wie Gegner sich bewegen. Ich verstehe, wie Rückstoß funktioniert, wie Taschenlampen funktionieren. Ich verstehe das, und das ist eine der wichtigsten Lektionen, die ich in 1000 Stunden gelernt habe. Egal wie gute meine Rüstung ist, egal wie gut mein Helm ist, egal wie gut meine Munition ist, als allererstes entscheidet Positionierung, Movement, Spielverständnis und ein bisschen Glück. Und erst dann entscheidet sich's, wer welche Munition dabei hat, wer welche Waffe dabei hat, ob die Rüstung gut ist, ob sie nicht gut ist. Und, das muss ich schmerzhaft lernen, eine gute Rüstung schützt nicht vor Kugeln, sondern schützt mich einfach vor Fehlern, die ich mache und die ich immer noch mache und immer noch machen werde. Jetzt im Wald oder was? Oder ich habe ihn bekommen, den Anschluss, aber ich glaube, nicht so getroffen hat. Gegner vor uns. Minus. Gute zu geben. Ja, danke. Ich komme in die Ecke. Komm. Nice. Ich gehe rein, ne? Oh, noch einer. Ich weiß nicht, wo der ist. Muss einmal heilen. Der ist irgendwo rechts. Oh. Ja, ich muss auch heilen. Und der eine gerade jemand wieder ein Lapua geschluckt, ne? Junge, Junge. Vielleicht denken sich jetzt auch viele, dass man nach über 1000 Stunden in einem Game es eigentlich gemeistert haben müsste, dass man alles könnte, alles wüsste. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, und ich glaube, dass es jedem so geht, der in diese Welt eintaucht, es gibt nicht diesen einen Punkt, wo man alles gemeistert hat. Man kann sich stetig verbessern. Man trifft in jeder Runde auf bessere Spieler, besser ausgerüstet, taktisch besser, schneller, besseres Aim, besseres Movement. Und diese Möglichkeit, dass man diese Skill Gap, die so groß ist wie in keinem anderen Spiel auf dieser Welt, dass man die erklimmen kann und dass man so viele Facetten hat, ist das, was einem an diesem Game so ewig fest anzieht und was einen nicht mehr loslässt. Und etwas, was ich bei meiner Reise seit langem vermisst habe und was Tarkov mir Gott sei Dank gibt. Deswegen ist Chat, wo ist der hingerannt? Er schießt ja auch die ganze Zeit noch. Ich habe in den Busch geschossen, in der Hoffnung, da ist er drin. Auf mich, bei mir. Genau Wo? vor mir, genau vor mir. Keine Muni mehr. Help. Er ist low. Aber wo? Ich huste doch vor mir. Minus, hab ihn. Danke. Oh mein Gott, Digga. Hier ist noch einer. Oh, mir geht's gar nicht gut. Mir geht's gar nicht gut. Chris hin? Ah ja. Junge.
Fehlfunktionelle Scheißmann hier. Oben. Nee, hinter mir. Hinter dir? Richtung Werkstatt, bei den Bussen irgendwo. Ich bin unten gerade, wenn du oben runter guckst. Ich höre ihn hier rechts irgendwie. Ich sehe ihn nicht. Ich auch nicht, ich habe mich gerade voll zugespielt. Bin tot, irgendeine Nate. Man hat sie nicht mehr gehört, also sie kam einfach. So dumm. Hab ihn. Schön. Ah, wie dämlich die Nate hat, mein Sound. Huh. Und wenn man dann denkt, dass man eigentlich alles schon gesehen hat, spielt man das allererste Mal ein Nachtraid. Man merkt währenddessen, dass man selber leiser spricht. Es ist eine unglaubliche Atmosphäre, man verliert sich total in dem Spiel, man fühlt die Anspannung, man setzt das Nachtsichtgerät auf, hat einen festen Plan im Kopf, was man vorhat, und Gunfights und PvP bei Nachtraids ist etwas, was ich noch nie so kennengelernt habe. Ah ja, den Kanal mitgenommen, egal. Oh, zwei. Den habe ich. Nice. Noch einer aber. Ich gehe andere Seite. Ups. Er hustet. Ich huste. Achso. Wo bist du? Ich lieg gerade. Der hustet hab eine ihn, Menge. Habe ich ihn? Nee. Er ist reingelaufen. Escape from Tarkov ist ein Spiel, was unfassbar viel gibt und unfassbar viel nimmt. Und wenn man sich darauf einlässt und bereit ist, eine Herausforderung anzunehmen, die einen wirklich auch mental fordert, ist es wahrscheinlich das beste Spiel, was man sich vorstellen kann. Und ich freue mich sehr auf die nächsten 1000 Stunden. Ich freue mich sehr auf weitere Videos für euch. Und ich hoffe, dass ihr Spaß habt, mich an dieser Reise zu begleiten. Und ich danke euch allen und viel Spaß mit den beiden noch. Wir kriegen eure Masken und dann könnt ihr auch gehen. Vor mir. Minus. Oh. Waffenraumer. Waffenkammer ist einer noch. Minus. Nice, Kopf fallen. Danke, Helm.